Cindy ist heute ausnahmsweise nicht in der Schweiz, sondern im schönen Spanien. Das aus gutem Grund. In der Nähe von Madrid wartet ein federleichtes Auto auf sie. Ich zeige euch heute, wieso weniger Gewicht einfach besser ist. Und zwar mit einem Extrembeispiel, die Alpine A110R. Die sowieso schon leichte Alpine hat sich einer strikten Kohlefaserdiät unterzogen. Die R-Version wiegt gerade mal 1082 Kilo. Für einen Neuwagen, das ist wirklich nichts. Zum Beispiel ein Golf R wiegt eine halbe Tonne mehr und ein Elektroauto einfach das Doppelte. Das Leichtgewicht Alpine R stellt sich dem Trend zum Übergewicht entgegen, an dem die Autobranche seit langem leidet. Im Schnitt ist ein aktuelles Fahrzeug heute ein Drittel schwerer als Mitte der 90er Jahre. Ein Neuwagen in der Schweiz wiegt ca. 1,7 Tonnen und SUV sogar mehr. Und so ein Fahrzeug wieder mal zu fahren, der ca. eine Tonne wiegt, zeig mir einfach, dass leichter einfach besser ist und nämlich für alles. Etwa für die Beschleunigung. Die Alpine schießt in unter 4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Dafür braucht sie gerade mal 300 PS. So hängt sie zum Beispiel den fast doppelt so starken, aber auch doppelt so schweren Porsche Cayenne Turbo beim Prestige Sprint ab. Das einzige Dicke an der schlanken Französin ist der Preis von 109.000 Franken. Man kann es auf zwei verschiedene Arten anschauen. Über 100.000 Franken für ein kleines Auto mit nur 1,8 Liter. Ja, das ist viel Geld, das ist schon teuer. Oder 100.000 Franken für einen richtigen, konsequenten Sportwagen, dann ist es günstig. Das hier ist wirklich ein richtiger Sportwagen. Deswegen gehen wir dorthin, wo dieses Auto hier hingeht, nämlich die Rennstrecke. Auf dem Circuito del Jarama muss die Alpine jetzt zeigen, wieso weniger wirklich mehr ist. Cindy will das Fliegengewicht auf der ehemaligen Formel-1-Strecke an seine fahrdynamischen Grenzen bringen. Ich denke, man merkt am besten, dass das Auto wirklich leicht ist auf die Bremsen. Mit 1000 Kilo ist einfach nichts. Das ist aber Le Mans-Kurve. Was für ein Gefühl. Geil. Du fühlst dich voll im Rennmodus. Ich liebe dieses Gefühl. Das Auto ist sehr agil, sehr einfach zu bewegen. Du gehst in die Kurve rein, du lenkst. Und da merkst du auch wirklich weniger Wangneigung, weil das Auto auch einfach gut eingestellt ist, aber auch, weil das Auto ganz leicht ist. Und das ist auch ganz wichtig. Es schiebt dich auch nicht so viel nach draußen. Das ist reine Physik. Weniger Masse heißt, dass weniger Richtung Kurvenausgang drückt und weniger abgebremst werden muss. Guck mal, ich gehe jetzt auf die Bremse, stark auf die Bremse und das Auto bleibt ziemlich gerade. Du hast nicht so viel Gewicht, die nach vorne geht. Und mit schwerem Auto, da merkst du dich wirklich, wie das Gewicht einfach nach vorne geht, wenn du bremst. Und bei dem hier, das bleibt ziemlich neutral. Also ich finde wirklich vom Gewicht her, merkt man den größten Unterschied wirklich hier auf die Bremsen. Ein weiterer Vorteil der geringen Masse ist,
dass die Alpine für diese Haftung keine breiten Walzen wie die hochmotorisierte Konkurrenz braucht. Sie steht auf verhältnismäßig bescheidenen Rädern, die so wiederum leichter sind. Ich habe vorne 215 und hinten 245. Also für einen Sportwagen, das ist wirklich sehr schmale Räder. Und weil es eine ungefährdete Masse ist, umso wichtig ist, dass die Räder ganz leicht sind. Und nur eine Sache, die wirklich cool ist, wenn ich hier einen Satz Reifen für dieses Auto hier kaufe, dann kostet mich halber Preis von einem Satz Räder für eine Porsche G3. Die schmale Bereifung reicht auch, weil der Mini-Sportwagen viel schwächer als die Konkurrenz mit 6, 8 oder gar 12 Zylindern ist. Damit gewinnt man zwar keine Stammtischdebatten, dafür aber auf der Rennstrecke. Wir haben hier nur 300 PS. Klar, auf Papier, es klingt nach nicht viel, aber es ist unwichtig. Wenn du am Gas gehst, 1000 Kilo zu beschleunigen oder 2 Tonnen zu beschleunigen, sind wirklich ein großer Unterschied. Das Zauberwort heißt Leistungsgewicht. Jedes PS muss in der Alpine nur 3,6 Kilo bewegen. Ein 2 Tonnen schwerer SUV mit 550 PS hat zwar in etwa das gleiche Verhältnis von Kraft und Masse, doch dieser muss bei jedem Manöver die doppelten Kilos um die Kurve wuchten und abbremsen. Für mich ist ganz klar, ich fahre lieber ein Auto mit 1000 Kilo und 300 PS anstatt ein Auto über 2 Tonnen mit 600 PS. Weil einfach das Verhalten auf die Rennstrecke mit so einem Auto ist viel angenehmer, viel einfacher und macht viel mehr Spaß. Das ist nicht nur spaßiger, sondern auch sparsamer. Der Normverbrauch der Alpine ist mit 7 Liter etwa auf dem Niveau einer Mittelklasse-Limousine. Auch hier hilft der Verzicht. Im Gegensatz zu der Rennstreckenkonkurrenz von Porsche, Ferrari und Co. ist die Kraftquelle hinter Cindy winzig. Ich habe hier nur einen 1,8 Liter Vierzylindermotor mit weniger Leistung als ein Golf R. Aber so ist der Motor einfach klein und leicht. Und so kann auch alles andere leicht und klein bleiben, wie zum Beispiel die Abgasanlage, der Kühler oder ganz wichtig, das Getriebe. Der einzige messbare Nachteil dieses Verzichts ist eine Höchstgeschwindigkeit von nur 285 Stundenkilometer. In dieser Liga ist das kein Spitzenwert. Aber erstens kann man selbst auf den meisten Rennstrecken nicht so schnell fahren. Und zweitens... Ich sage immer, die Leistung ist unwichtig, solange dass man das Auto an den Grenzbereich bringen kann. Und wenn das jemand kann, dann Cindy. Dabei merkt sie, dass die strenge Diät des Sportwagens kein Verzicht, sondern Fokussierung ist. Das Gefühl am Lenkrad ist sehr gut. Du hast ein gutes Feedback von dem Auto, was die macht. Das ist sehr wichtig, wenn man schnell und an der Grenzbereich gehen möchte. Und das merkt man wirklich erst, wenn man wieder ein leichteres Auto hat und man vergisst einfach dieses Gefühl. Leider ist dieses Gefühl sehr selten geworden, denn Fahrzeuge wie die A110R sind Exoten. Von den ausgewiesenen Sportwagenexperten gibt es kaum so konsequente Leichtbauautos wie die Alpine. Cindy weiß, warum die meisten Marken lieber Bodybuilder statt Leichtathleten bauen. Leichte Teile zu haben, wie zum Beispiel Carbon, das kostet alles Geld. Und natürlich, man will es günstiger machen oder so günstig wie es geht. Mit. Was Großes. Und Leistung ist einfach zu machen. Einfach im Motor investieren und das ist okay. Ist schnell gemacht. Statt kleiner und leichter Autos bauen die Hersteller lieber große und schwere Fahrzeuge, denen sie mit Turbo- und Hybridtechnik viel PS geben. Diese Topmodelle werfen eine dicke Marge ab und lassen sich einfach vermarkten. Denn mehr PS klingen für viele besser als weniger Kilos.
Doch diese Hochrüstung hat auch gewichtige Nachteile. Du brauchst einen größeren Motor, du brauchst alles größer, Getriebe, Kühler, Abgasanlage, alles wird größer. Für mich das beste Beispiel ist der Bugatti Chiron mit 1500 PS. Das Auto hat einen 16-Zylinder-Motor, 4 Turbolader und 50 Liter Wasser zum Kühlen. 50 Liter, das ist 50 Kilo allein das. Verrückt. Und alleine die Getriebe mit dem Motor zusammen wiegen mehr als die Hälfte von der Alpine R. Von dem gesamten Gewicht. Also. Natürlich ist das Prestigeprojekt Chiron ein extremes Beispiel. Und die Alpine kann nicht ansatzweise mit den 420 km pro Stunde des Bugatti mithalten. Doch bereits die Höchstgeschwindigkeit der Alpine kann Cindy nur selten nutzen. Ihr knackiges Fahrverhalten hingegen sehr oft. Oder anders gesagt, ein leichtes Auto auf die Strecke bringt einfach sehr viel überall. Du hast nur zu gewinnen. Und das nicht nur bei der Dynamik, sondern auch beim Verbrauch und beim Verschleiß. Die Alpine A110R zeigt, dass weniger wirklich fast immer mehr ist.